Wir starten mal mit dem ersten Gang. Das ist eine Suppe. Und für die Suppe brauche ich einmal den Lauch und einmal die Hartöpfel. So, dann haben wir hier den Lauch und die Hartöpfel. Als erstes haben wir hier ein Brettchen und schneiden das. Beim Lauch tun wir den natürlich noch waschen. Dafür schneide ich den einfach so hier, wo zwischen dem grünen und dem weißen Teil. Und tue den schnell waschen. Da muss man nicht allzu gründlich, das ist eigentlich normalerweise recht super. Hinten kann man natürlich noch ein bisschen das Ende abschneiden. Und bei den Hartöpfeln habe ich die einfach schnell gewaschen. Ihr könnt die natürlich auch schälen, wenn ihr es lieber geschält habt, aber ich finde eigentlich, die Schale ist auch sehr wertvoll, also mache ich das immer mit der Schale machen. Als erstes tun wir hier den Lauch schneiden. Das muss nicht zu fein sein, einfach so in mittelgroße Stück. Wichtig zu wissen ist natürlich, desto kleiner, vor allem bei den Hartöpfeln, desto kleiner ihr es schneidet, desto schneller ist es fertig. Also wenn ihr gerne eine schnellere Kreation habt, könnt ihr das beschleunigen, indem ihr feiner schneidet, kleinere Stücke schneidet, mit anderen Worten. Die Lauch schneiden wir jeweils abeinander und das Gleiche. Während man das macht, kann man schon mal ein bisschen heißes Wasser aufsetzen, im Wasserkocher tun. So, bei den Hartöpfeln ist jetzt wirklich wichtig, dass man es nicht zu groß schneidet. Darum schneide ich die ein in dickere Scheiben schneiden, je nach Größe, und mache wirklich so ein kleineres Stückchen, damit es nicht zu lang geht. Wenn man Zeit hat, kann man natürlich auch und nicht Lust hat, so viel zu schneiden. Je nachdem, wie viel Menge man macht, kann man das natürlich auch ein bisschen grösser schneiden, dann geht es auch ein bisschen länger. Ich würde sagen, das ist jetzt ungefähr eine Portion für zwei Personen. Das sind vielleicht so, je nach Größe, so zwischen 3 und 5 Hartöpfel und 2 Lauch. Wenn ihr natürlich gerne ein bisschen mehr haben, also ich nehme das jetzt als Vorspeise ein bisschen mehr, aber ich würde sagen, so als Vorspeise vor einem Hauptgang ist für 2 Personen 2 Lauch und ein paar Hartöpfel gut. Wenn wir das haben, nehmen wir unsere Pfanne und ein bisschen Brotöl und machen das Ganze auf den Herd und tun hier auf hohe Hitze stellen. Und man kann die Suppe natürlich ganz unterschiedlich würzen. Mein Tipp ist, das mit Dill zu würzen. Ich habe momentan leider keinen Dill, aber wenn ihr Dill habt, dann würde ich euch definitiv empfehlen, Dill zu nehmen. Ich nehme in diesem Fall etwas anderes, was ich auch sehr fein finde. Und zwar mache ich es ein bisschen orientalisch mit ein bisschen Curry und ein bisschen Kurkuma. Man kann das natürlich auch mediterran machen, schmeckt auch sehr fein mit Oregano und Majoran. Ich mache es jetzt in meinem Fall mit einem leicht süßlichen Curry. Und hier sehen wir jetzt, dass das schon schön heiß ist. Dann machen wir hier zuerst die Hartöpfel rein. Und dann den Lauch. Und das Ganze tun wir natürlich jetzt gut rühren, dass das nicht anbrennt. Dann geben wir die Gewürze dazu.
natürlich ein bisschen Salz noch. Und wenn wir das ein bisschen gerührt haben und es schön fein schmeckt, kommt unser Wasser ins Spiel, das wir jetzt schon vorbereitet haben. Und wir gießen einfach ein bisschen heißes Wasser rein. Ungefähr so viel, dass es gut bedeckt ist, das Ganze. Man kann dann nachher immer noch Wasser dazu tun am Schluss. Ich mache tendenziell lieber jetzt ein bisschen weniger Wasser dazu, damit ich dann nachher nicht noch etwas extra zum Dicken rein tun muss und es von sich aus schon eine gute Dicke hat. Und dann kann man das mit einem Deckel köcheln. Das geht nicht so lang. Ich würde sagen, so, je nachdem wie gross es geschnitten haben, vielleicht so zwischen 5 und 10 Minuten. In der Zwischenzeit, während das köchelt, tun wir unsere veganen Rahmersatz zubereiten. Das ist meine Creme Fraiche-Kreation. Und ihr könnt hier natürlich auch einen veganen Rahm oder Pflanzenmilch nehmen als Ersatz. Ich finde es sehr fein mit dem. Dafür brauchen wir einmal Mandeln. Die tue ich vorher ein bisschen in Wasser einlegen. Wenn ihr das nicht macht, nehmen wir einfach anstatt kaltes Wasser warmes Wasser. Dann sollte das auch gut gehen. Und Sonnenblumenkerne. Hier machen wir ungefähr die Hälfte Sonnenblumenkerne rein. Und wenn ihr die Mandeln eingeweicht habt, gieße das Wasser ab, die andere Hälfte Mandeln. Und dann natürlich auch beliebig variieren. Ein bisschen mehr Mandeln, ein bisschen mehr Sonnenblumenkerne. Kann man auch beides mit Hanf ersetzen, also Hanfsamen. Funktioniert auch sehr gut. Machen das hier rein. Und eben, wenn man jetzt das nicht eingeweicht hat, nimmt man ein bisschen heißes Wasser. Ich habe es jetzt auch nur sehr kurz eingeweicht, das heisst, ich nehme auch noch ein bisschen heißes Wasser rein. Nimmt ein bisschen Öl rein. Ich nehme hier jetzt einfach so Bratöl. Man kann hier natürlich auch Olivenöl oder irgendein anderes Fett nehmen. Ein bisschen Öl rein. Salz rein. Ich würde sagen so zwei Prisen oder so eine gestrichenes Teelöffel Salz und schauen, dass wir für den Anfang das nur leicht mit Wasser bedecken. Dann brauchen wir einen Mixer. Wenn man natürlich jetzt einen Hochleistungsmixer hat, kann man das direkt im Hochleistungsmixer machen. Geht ein bisschen schneller, ist praktischer. Ich zeige es jetzt so, dass wirklich jeder machen kann, weil ich nehme an, wenn ihr eine Küche habt, haben das sicher einen Stabmixer. Eben wie schon gesagt, Hochleistungsmixer. Funktioniert natürlich auch und sogar noch schneller und effektiver. Dann mixen wir das eigentlich einfach. Optimal in so einem eher tiefen Gefäß, weil sonst spritzt das überall an. Und wir mixen das gut durch. Das geht jetzt halt ein Zeitchen mit dem Stabmixer, bis man da eine schöne cremige Konsistenz hat. Aber eben das Ziel ist, wirklich erst mit der Zeit noch eine Flüssigkeit dazu zu tun, um das wirklich gut zu mixen. Das Ziel in diesem ersten Schritt ist, dass wir einfach einmal grob alle Mandeln und so gemixt haben. Und sobald das erreicht ist, das geht wie schon gesagt sicher ein Minütchen, geben wir noch ein bisschen Wasser dazu und mixen sie wieder. So, hier ist es natürlich so, desto länger man das mixt, desto cremiger wird es. Mir reicht das jetzt so, auch wenn es noch ein Stückchen drin hat. Wenn man natürlich eben jetzt einen Hochleistungsmixer hat, dann macht man das am liebsten im Hochleistungsmixer. Und das ist dann wirklich richtig schön cremig. Fast schon so ein bisschen eben wie Creme Fraiche. Und wenn man das hat, kann man das mal hier auf die Seite stellen. Sehr fein. Und unseren Lauch machen.
Dafür nehmen wir am besten eigene Kartoffelstückli, stechen durch. Tipptopp. Da kann man jetzt schauen, wenn man hier ein Kartoffel oder ein Lauchstückli probiert und das Gefühl hat, das ist noch nicht genug gewürzt, tut man noch ein bisschen Salz dazu. In meinem Fall mache ich das jetzt noch, bis ich halt auf die gewünschte Würze komme. Und dann brauchen wir wieder unseren Mixer und mixen das einmal gut durch. Wie schon gesagt, auch hier kann es sein, dass ihr natürlich, wenn ihr nicht allzu viel Wasser dazu tun, jetzt am Anfang noch ein bisschen dickflüssigere Suppe ist, aber da können wir immer noch ein bisschen Flüssigkeit dazu tun. So, wenn ihr natürlich dort Kartoffel nicht schält, wird es ein bisschen noch von der Schale Stückchen drin haben. Ich finde das sehr fein. Ich habe die Suppe auch lieber ein bisschen dickflüssiger. Und wenn es noch etwas drin hat, an feinen Stückchen. Wenn ihr das natürlich ohne Schale macht, dann bekommt ihr das allgemein ein bisschen cremiger und feiner an die Suppe. Wenn wir das gemacht haben, bei mir finde ich das schon recht gute Konsistenz jetzt hier. Dann schmecken wir das ab. Und würzen eventuell noch nach, falls es nicht genug gewürzt ist. In meinem Fall hat es immer noch ein bisschen wenig Salz dran. Und rühre das einmal gut durch. Und dann machen wir das noch ein bisschen cremiger mit unserem Creme Fraiche Ersatz. Wenn ihr hier natürlich etwas anderes habt, macht ihr das andere drin. Und machen von dem einfach so ein paar Esslöffel drin. Je nachdem, wie cremig man es haben will. Und wir sehen schon, das macht es dann ein bisschen heller. Wirklich ähnlich, wie wenn man jetzt Creme Fraiche rein tun. Und auch hier kann man natürlich noch ein bisschen abschmecken. Schon hat man eine ganz feine, saisonale Suppe. Sieht auch farblich sehr gut aus. Ja, noch ein bisschen mehr Creme dazu. Und dann richten wir das Ganze mal an. So. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Sehr tolle Farbe. So eine hellgrün, dank Kurkuma natürlich. Und dann probiere ich das mal nochmal in der Endversion. Also farblich finde ich es genial, das Grün ist super. Sehr fein. Könnte wahrscheinlich für einige noch ein bisschen flüssiger, feiner gemixt sein. Für mich ist das perfekt, wenn es noch ein bisschen so Stückchen drin hat, das habe ich sehr gern. Sehr einfach, wo man muss sehr wenig machen. Und das geht auch recht schnell, würde ich sagen. Man kann das gut miteinander machen. Ich denke so in einer Viertelstunde, 20 Minuten hat man die Suppe. Und schmeckt sehr gut. Und die Farbe, also ich muss nochmal zeigen, die Farbe ist genial.